Vielleicht habt ihr auch noch das ein oder andere alte Handyschätzchen im Keller liegen und fragt euch, wie viel Geld man dafür noch bekommt. Das sagt euch die Plattform allesankauf.de und die kauft euch dann direkt auch die Produkte ab. Doch Achtung, dabei könntet ihr möglicherweise einige AGB-Klauseln überlesen, die wichtig für euch sind. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und ich habe mir mal die AGB der Plattform allesankauf.de durchgelesen. Diese Plattform macht euch sehr gute Preise, wenn ihr eure alten Elektronikschätzchen verkaufen wollt, sei es iPhones, Android-Handys oder Tablets. Und dann denkt sich der eine oder andere, ist ja super, so viel Geld bekomme ich bei denen noch für mein altes Schätzchen und schickt ihnen das Gerät. Doch die Überraschung kommt auf dem Fuße, denn dann kommt die Mitteilung, was das Schätzchen wirklich wert ist und ihr erfahrt plötzlich, dass die erste Schätzung am Computer nur eine grobe Schätzung war und man jetzt eine genauere Prüfung durchgeführt hat und die liegt oftmals wesentlich geringer als der wahre Wert eures Handys ist. Denn in § 5 Absatz 2 steht, dass die Ermittlung des Ankaufspreises im Internet unverbindlich ist und der verbindliche Preis erst erfolgt, wenn man das Gerät bereits eingeschickt hat. Kommt ihr jetzt zu dem Entschluss, dass ihr sagt, naja, das ist ja super ärgerlich, jetzt kriege ich ja einen viel niedrigeren Preis, als ihr mir zunächst im Internet gesagt habt, dann greift Paragraph 10 der AGB. Da steht nämlich, dass die Überprüfung des eingesendeten Produkts durch ein externes Unternehmen erfolgt und hierfür jetzt eine Pauschale von 39,99 € bezahlt werden muss, weil es ja mit dem Verkauf nicht entsprechend klappt. Und zusätzlich muss man auch noch mit einer Aufwandspauschale von 8 Euro rechnen. Das ist auch ebenfalls in den AGB geregelt. Und jetzt kommt der Hammer. Sollte man dann diese ganzen Pauschalen nicht überweisen wollen und auch nicht akzeptieren, dass man zum niedrigeren Preis sein Gerät verkauft, dann hat der Anbieter, also allesankauf.de, das Recht, das Gerät zu verkaufen, zu vernichten, zu verschenken oder zu spenden. Das ist schon ziemlich hart und aus meiner Sicht auch unwirksam, denn das ist eine überraschende Klausel. Alles das sind überraschende Klauseln, mit denen natürlich der Kunde nicht zu rechnen braucht. Aber Fakt ist, das Gerät liegt erstmal bei denen. Und bei einem iPhone, was vielleicht noch einen Restwert von 600-700 € hat, wo euch möglicherweise nur noch 400 € für angeboten worden sind, müsst ihr klagen, um das wieder zurückzubekommen. Und das kann ein langer, aufwendiger Weg sein, wo am Ende unsicher ist, ob ihr das Gerät bekommt oder einen Schadenersatz bekommt, weil man bei solchen Plattformen nie genau weiß, wer dahinter steckt und ob er dann noch greifbar ist, wenn ein Urteil entsprechend ergangen ist. Insofern sage ich, lest euch die Bedingungen solcher Portale immer ganz genau durch, denn oft gibt es im Kleingedruckten die eine oder andere Klausel, die euch dann davon abhalten könnte, die Produkte doch so ohne weiteres mal eben rauszuschicken. Habt ihr Plattformen, von denen ihr euch abgezockt fühlt, dann postet die mal hier unten in die Kommentare. Wir schauen uns das mal an, checken auch, was die AGB besagen und vielleicht findet die sich die ein oder andere Plattform hier schon in einem unserer nächsten Videos bald wieder. Euch danke fürs Zuschauen, danke für euren Input, eure Tipps in den Kommentaren und dann bis morgen. Ciao.